Also viel plattmäßig mit Mimi gewesen und jetzt ein Aufstand. Endlich wieder Fußball unter Zuschauern, oder? Jawohl. Eine Premiere heute. Top motivierte Jungs. Jetzt haben wir wieder Double Slot Formation. Das heißt auf beide Seiten zwei Receiver, einen Running Back im Backfield und der Quarterback Sack von der Nummer 47, Andreas Aufreiter. Ja, man, wenn man körperlich es wirkt, dass die Steeljacks seitens der O-Line im Vergleich zur D-Line der Bears körperlich überlegen ist ein bisschen, das merkt man natürlich vor allem bei so Power-Runs, also wo einfach wirklich, wo, ja, erst und 5 statt First und Steeljacks. So schnell geht's. Überworfen, ja. Intercepted Teddy Martinez und Touchdown Steeljacks. Ah, jetzt ist er drin. Wahnsinn. Sehr gut gemacht. Guter Athlet. Ja, wäre eine gute Situation jetzt an der und... Und Michael Pumpsberg mit dem Ball. Auf das, jawohl. Das wird den Papa aber stolz machen. Der, was zufälligerweise neben mir sitzt. Genau die gleiche Größe hat. Ja, nur mit dem Gewicht ab. Ja, das kommt schon noch mit dem Wetter. So, und jetzt haben wir noch eine Power Run durch die Mitte und die Füße weiter bewegt. Sehr gut. Super Lauf. Ja, endlich. Aber die Steeljacks bleiben trotzdem. Ja, vielleicht. Die Field Goal treu. Snap ist gut. Diesmal ist er drinnen. Field Goal. One Point auf der Touchdown für die Steeljacks. 19-0. Oder man will den Spielfluss ein bisschen unterbrechen. Genau. Option, tiefer Pass auf Michael Schachemeyer und er ist ab weg. Und davon. Touchdown Nummer 1, Michael Schachemeyer. Tono Rebe auf Schachemeyer. Ist auch ein schön bewährtes Duo. Jetzt sehen wir wieder den Point auf der Touchdown. Snap ist gut, Hold ist gut, Kick ist gut. Jawohl. 26-0. 26-0. Ah, Entschuldigung, Jakob Kienreich ist der Quarterback. So. Und doch eine Option. Der Ball ist frei, wurde noch aufgenommen von einem O-Liner. Und weil wir vorhin Jens schon mal erwähnt haben, Jens war ja früher mal berühmt-berüchtigter Head Coach der Steeljacks. Berühmt-berüchtigt. Berühmt-berüchtigt. Hat natürlich immer eins oder immer eingeschrien, O-Liner laufen nicht mit dem Ball. So, auf den Helm von der Nummer 3. Lukas Bauer war wahrscheinlich ein wenig überrascht. Es war kein Trickspielzug auch gewesen. So, hier sieht man mal nur ein bisschen die Zuschauer, volle Ränge, alles was möglich war mit 350 Personen. So, hier mal ein paar kurze Einblicke aus der Teamzone. Man sieht fröhliche Gesichter. Und den Hartmut. Hartmut Bötzelberger, ein Urgestein, mein erster Trainer. Bei einem Complete Pass oder bei einem Lauf bleibt die Uhr nicht stehen. Nur bei einem Foul, Out of Bounds oder bei einem Timeout. So, wieder Ballübergabe oder auch nicht. Angetäuscht. Auf Michael Schachemeyer. Der macht sich auf den Weg. Freibahn. Touchdown. Touchdown Steeljacks. Steeljacks. Ein Blick in die zur Tribüne. Zuschauer. Natürlich alle Fans haben natürlich auch ein negatives Testergebnis vorweisen müssen bei Eintritt. Wir haben noch circa 5 Minuten auf der Uhr. Die Bears machen sich wieder bereit. Wir haben wieder Double Slot Formation, ziemlich balanced, beidseitig mit 2 Slots. Ball wieder im Spiel, Quarterback. Quarterback macht tief und intercepted. Aber ein Flag. Flag on the field, war typisch PI. Kurzer Kontakt vor dem Ball fangen gehabt und das reicht aus, um den Gegenspieler einen kleinen Nachteil zu verschaffen und es wird sofort geahndet. Ist auch richtig so. Hoch angetragen, der Ball. Wer obwohl, ist also schon ein harter Call. Ist ein harter Call, ja. Der ist eigentlich gestolpert. Ja, das ist ein harter Call. So, 3. und 10. Typische Passsituation, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wobei... Und Alexander Vladov kommt wieder durch. Dieser und keine Flag, sehr knapp dran.
Also das war sehr knapp an Roughing the Passer. Aber dadurch, dass er schon in einer Tackling-Position war, es war sehr grenzwertig, hätte man auch pfeifen können. Aber Time to Shine für Daniel Hinterberger, der Nachwuchs-Quarterback. Ja, Hinterberger, tiefer Pass auf. Das überrascht mich. Schachemer, Michael, und Schachemer hat Platz. Läuft sich frei. Touchdown, Steel Sharks. Endo von der Sie, aber das hat er wirklich super gemacht. Ich würde auf einen Quarterback-Tipps, Quarterback-Sneak tippen. Die Mercy Bowler läuft natürlich jetzt auch durch. Das merkt man dann anhand der Uhr, dass einfach gar keine Pausen mehr gemacht werden. Auch noch ein Spielzug stoppt die Uhr jetzt nicht mehr. Wobei, mit dem Quarterback-Sneak, ich würde das Risiko... Werden es aber eh nicht machen, wie man passiert. Quarterback... Stimmt. Ja. Und ein Pass mit dem... Gute Stimmung in der Teamzone. Bei den Steel Sharks wird geshaked, Nummer 24. Ball Übergabe. Schneller Tackle von Vladov Alexander. Ja, Juri, laut seinen Auskünften ist das dieses Jahr sein letztes Jahr. Er wird in die Football-Pension wahrscheinlich wechseln. Ja, es ist schwer zu sagen, dass ob Adjustments vorgenommen wurden. Tiefer Pass. Ob sie wieder. Aber ja. Complete! Wahnsinnspass! Sehr tiefer Pass, hoher weiter Pass. Die Referees werten ihn als Complete. Ja, vielleicht kurz einmal zu den anderen Spielen. Das Salzburg Football Team führt mit 34 zu 16 gegen Amstetten Thunder. Ich glaube, dass die schon fertig sind. Wir haben eine Stunde vor uns begonnen, ja. Jedoch gilt hier keine Mercy Rule. Die werden gerade am Ende sein. Die Raiders haben 24 zu 7 gespielt. Die Panthers 21 zu 14 gegen die Rangers. So, wir sehen einen Pass und Touchdown von der Nummer 84, Manuel Sabati von den Sturin Bears. Anschlussscore. Gut gemacht. Super Spielzug. Was können wir sagen über diese Begegnung? Dass sie die Statistik leider bestätigt hat für die Bears, dass die Steel Sharks ja als Favorit in dieses Game gegangen sind. Die letzte Begegnung zwischen dieser Mannschaften war ja 2016. Ich denke, ja. Entschuldigung, nein, früher, weil die Bears sind erst 2017 in die Division 1 aufgestiegen. Da waren die Steel Sharks schon in der AFL nach dem Aufstieg von 2016 auf 2017. Come to practice and be on our shit, alright?